war einmal eine kleine, süße Dirne. Die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. So lieb! Nein, so lieb! Nein, so lieb! Am allerliebsten aber die Großmutter. Junge! Blind wie ein Maulwurf. Ich weiß nicht, wo die Stufen sind. Hier sind keine Stufen. Ja, eben. Helene, lass dich umarmen, Helene. Helene. Nanu, was hast du denn für eine schwere Mütze auf, Helene? Und so kalte Lippen, Helene. Jetzt hör aber auf! Und sie wusste gar nicht, was sie dem Kind alles schenken sollte. Ich weiß gar nicht, was ich dir alles schenken soll. Doch da kam ihr eine Idee. Oh, ich habe eine Idee. Helene, mach mal die Augen zu. Augen zu? Und einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet. Und weil ihr das so gut stand und nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es von nun an nur noch das. Rotkäppchen. Hieß es von nun an nur noch das. Rotkäppchen. Mensch, aufgenommen hier, Video. Hieß es von nun an nur noch das. Rotkäppchen. Könnt ihr schneiden, wa? Hab ich einen Hunger. Rotkäppchen ging allein. Opa, das Warten hat sich gelohnt. Und wie nun das Rotkäppchen in den Wald kam, so begegnete ihm der Wolf. Der böse Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. Guten Tag, Rotkäppchen. Schönen Dank, Wolf. Wie heißt du?